Das ist unser Babyphone und ich dachte, ich erzähle euch schnell noch ein bisschen darüber. Die Kamera hat ein Mikrofon, Nachtsichtfunktion sowie eine Temperaturmessung und wird mit dem beiliegenden Kabel einfach idealerweise natürlich in Sichtweite des Kindes aufgebaut. Das ist der Empfänger, den schalte ich hier an der Seite an. Dann kommt ein bisschen Pelim-Pelim-Musik. Er verbindet und ich habe sofort ein Bild. Und im Bild sehe ich hier oben auch gleich die Temperatur, und zwar da, wo die Kamera aufgebaut ist, die Batterieanzeige und wenn man es denn richtig eingestellt hat und nicht so schlampig ist wie ich, Datum und Uhrzeit. Ich kann was übertragen, also einen Ton übertragen, ha, Mama kommt gleich, Papa, na egal. Oder den Ton abschalten, denn das ist das sozusagen das Gegenteil. Und damit hat man die ganze Sache im Griff. Mit dem Klick auf diese Note spielt es denn beim Kind Schlafmusik ab. Wenn das Lied nicht gefällt, nochmal draufdrücken, kommt noch ein Lied. Über die Taste OK kommt man in die Einstellungen, wo man, wenn man möchte, diverse Sachen noch einstellen kann. Zur Reichweite: Es ist problemlos möglich, mit dem kleinen mobil aufladbaren Empfänger durchs ganze Haus zu kommen, zumindest bei uns, und zum Nachbar durch eine Wand hindurch. Was darüber hinausgeht, also mehr wie drei Stockwerke oder mehr wie zwei große Stahlbetonwände mit einer Wohnung dazwischen, schafft er dann nicht mehr. Aber normalerweise entfernt man sich ja auch nicht so weit von seinem Kind. Man sieht links oben die Empfangsanzeige, das heißt, man hat es dann auch noch im Blick. Und wenn man das Signal verliert, dann meldet sich das Gerät auch. Also für uns ist das Gerät absolut in Ordnung. Genau genommen sogar besser wie in Ordnung. Man kann es bedenkenlos empfehlen. Ach so, was ich vergessen habe zu sagen, natürlich hat das Gerät auch eine Nachtsichtfunktion. Also man kann damit wirklich im Dunkeln sehen. Also besser, als wenn man den Raum betritt und dann auf 1000 Legos tritt, um dann hineinzugucken, ob alles in Ordnung ist.